Servus, liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum Statistik-Tutorial. Wir fackeln nicht lange und fangen auch gleich an. Zunächst einmal ein paar Grundbegriffe. Diese Matrix hier erkläre ich euch anschaulich anhand des Sprintbeispiels. Die Frage, die wir uns hier jetzt stellen, ist: Wer ist der Merkmalsträger? Was ist das Merkmal? Welche Ausprägung hat das Merkmal und was ist eigentlich die Grundgesamtheit? Da wärt ihr, glaube ich, auch von selbst drauf gekommen. Stellt sich lediglich noch die Frage nach der Grundgesamtheit. Nach Schlitgen ist die Grundgesamtheit n eine Menge mit endlich vielen oder unendlich vielen Elementen, die bezüglich der zu untersuchenden statistischen Merkmale gleichartig sind. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Die Grundgesamtheit bezeichnet die Menge aller potenziellen Untersuchungsobjekte für eine bestimmte Fragestellung. Kommen wir zurück auf unser Sprintbeispiel. Was ist hier die Grundgesamtheit? Einerseits kann man sagen, die Anzahl der in der Stichprobe vorliegenden Merkmalsträger, sprich 20 Studierende an der TU Darmstadt oder aber alle 25.000 TU-Studenten, wovon nur ein kleiner Teil befragt wurde und in unserer Stichprobe auftaucht. Und da wären wir auch schon bei der statistischen Methodenlehre. Davor aber befassen wir uns ein wenig mit dem Thema Forschungsmethodik. Schulze untergliedert den statistischen Analyseprozess in 5 Schritte. Nehmen wir diese mal genauer unter die Lupe. Der erste Schritt stellt die Untersuchungsplanung dar. Diese geschieht vor dem Hintergrund, dass eine Untersuchung prinzipiell so durchgeführt werden soll, dass die Ergebnisse inhaltlich interpretierbar sind, das heißt, ein eindeutiger Bezug zur wissenschaftlichen Ausgangsfrage möglich ist. Es gibt bestimmte Kriterien, die Auskunft darüber geben, ob das gemessen wurde, was gemessen werden sollte. Diese heißen interne und externe Validität. Darauf wird hier aber nicht weiter eingegangen. Fassen wir also kurz zusammen. Bei der Planung geht es um die Festlegung einer sachlichen, räumlichen und zeitlichen Abgrenzung sowie die Art der zu beschaffenden Informationen. Widmen wir uns dem nächsten Schritt, der Datengewinnung. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, Daten zu erheben. Ich könnte auf die Straße gehen und Leute befragen, ich könnte ein Experiment durchführen oder ich könnte einfach beobachten. Nach Boes, Hensel und Schott ist die genaueste wissenschaftliche Vorgehensweise das Experiment. Für die Planung von Experimenten gibt es festgelegte Regeln. Experimente stellen hohe Anforderungen an den Untersucher und an die Untersuchungsperson. Oft können die Untersuchungsbedingungen nicht systematisch variiert werden. Daher greifen Wissenschaftler auch auf andere Untersuchungsmöglichkeiten. Zum Beispiel werden bei der Ex-Post-Facto-Studie auftretende Wirkungen nachträglich zu erklären versucht. In unserem nächsten Schritt, der Datenaufbereitung, gibt es keine vordefinierten Standards, wie die Daten zu gestalten bzw. zu präsentieren sind. In der Regel werden Schaubilder oder Diagramme verwendet. Gilt es, die Daten zu analysieren, so bedient man sich den Methoden der deskriptiven bzw. induktiven Statistik. Dazu kommen wir in der nächsten Folie. Zu guter Letzt müssen die Daten noch interpretiert werden. Diese erfolgt vor dem Hintergrund der in der ersten Phase festgelegten Fragestellung. Kommen wir nun zu den 2 Bereichen der Statistik, welche wir in den nächsten Einträgen genauer unter die Lupe nehmen werden. Die Rede ist von der beschreibenden Statistik und von der Inferenzstatistik. Dazu blättern wir auch gleich eine Folie weiter. Was macht nun die deskriptive Statistik? Sie nimmt die Stichprobe genau unter die Lupe. Sie beschreibt einerseits den vorhandenen Datensatz und sie fasst ihn zusammen. Für die Beschreibung von Datensätzen können zum Beispiel Häufigkeitstabellen und Diagramme verwendet werden. Boxplots oder Perzentile verwendet man für die Zusammenfassung von Datensätzen. Da spielen die Begriffe wie Mittelwert, Median und Modalwert einer Stichprobe eine wichtige Rolle. Nicht zu vergessen die Varianz und die Standardabweichung. Neben der beschreibenden Statistik gibt es noch die Inferenzstatistik, sprich die schließende Statistik. Hierbei wird versucht, vom Verhalten der Stichprobenteilnehmer auf das Verhalten der Grundgesamtheit zu schließen. Natürlich ist ein solcher Rückschluss auch immer mit Unsicherheiten behaftet. Am Sprintbeispiel veranschaulicht kann man sich nie zu 100% sicher sein, dass bei einer durchschnittlichen Sprintzeit von, sagen wir mal, 13 Sekunden, alle TU-Studierenden im Schnitt 13 Sekunden laufen. Ein wesentlicher Faktor, der in die Untersuchung mit eingeht, ist die Repräsentativität der Stichprobe. Die Frage, die wir uns jetzt also stellen, ist: Sind die 20 ausgewählten Stichprobenteilnehmer repräsentativ für alle 25.000 Studierenden an der TU Darmstadt? Die Antwort lautet nein. Und warum? Die Antwort nein lautet, erfahrt ihr in den nächsten Tutorials zur Statistikreihe. Bevor wir uns aber intensiver mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung auseinandersetzen, schauen wir uns die deskriptive Statistik und ihre Methoden nochmal genauer an.